Wo bin ich? Was ist das für Licht in meiner Hand? Nimm den Painkiller. Der Krieger, die zwischen Himmel und Hölle gefangen sind. Du wirst auf Seelen, Kreaturen und Dämonen treffen, die dich angreifen. Doch mit dieser Waffe wirst du sie zurückschlagen. Der Painkiller. Und du wirst noch weitere finden. Okay. Mal sehen, das Ding hier. Und das Qualvoll. Das Qual. Dieser Kathedrale führt. Zum Licht, jene, deren Seelen die Last der Schuld tragen müssen, erklimmen sie nur schwer. Wir werden durch den Wachen des Leviathan kannst du entkommen, auch im Herzen der Dunkelheit. Das Tal der Verlorenen. Tausende von Seelen sind hier gefangen, die es weder in den Himmel noch in die Hölle geschafft haben. Ihr Gedächtnis ist ausgelöscht und nur der Hass auf jene, die sich noch erinnern können, treibt sie an und lässt sie weiterhin umherwandern.
Durchquere das düstere Gebirge und finde die Stadt der verlorenen Seelen. Bleib tot! Ja. Sieh dich vor, der Eingang zur Stadt ist nun nah. Thank you.
zu sein. Du musst hier durch und die Kaserne im Stadtzentrum finden. Albträume, die hier ersonnen werden. Mach diesen Schreckenskreaturen den Gar aus. Das ist Wahnsinn! Versuche den Hafen zu erreichen und nimm ein Schiff, das auf dich achten will. Vor dir befindet sich ein riesiger Dämon. Oh.
von denen waren zu Lebzeiten Piraten, aber nicht alle. Nur zwei andere vor dir haben bisher versucht, sich dem Reich der Unsterblichen entgegenzustellen. Der erste war Daniel. Er tat es im Namen der Liebe und fand diese auf. Der zweite war halb Dämon, halb Engel. Er trachtete nach Vergeltung und fand Gnade. Du überquerst nun den riesigen See der Tränen, und sehnst dich nach der Lösung. Hier sind sich Gottes Tränen als Erlösung. Okay, du sexy, süße Stimme. Sag mir, was ich jetzt tun soll. Daniel und Astaroth wollen dieses Reich für sich alleine haben. Da die meisten Seelen durch das Fegefeuer müssen, bevor sie in den Himmel gehen oder zur Hölle fahren, würden sie schon bald über eine Streitmacht verfügen, die es mit den Armeen beider Seiten aufnehmen könnte. Warum sollte Ramiel ihm helfen? Ramiel und Astaroth wollen dieses Reich für sich alleine haben. Da die meisten Seelen durch das Fegefeuer müssen, bevor sie in den Himmel gehen oder zur Hölle fahren, den See überqueren, würden sie schon bald über eine Streitmacht verfügen, die es mit den Armeen beider Seiten aufnehmen könnte. Warum sollte der Dämon wollen, dass ich seine eigenen Leichen töte? Astaroth war sein in der Hölle, nicht ihn. Er musste sie daher loswerden und du kamst ihm als Vollstrecker gerade recht, obwohl du sein Angebot nicht annehmen. Was soll ich tun? Jetzt, da die Diener der Hölle geschwächt und die Armeen des Himmels beinahe ausgelöscht sind, werden Astaroth und Ramiel das Reich des Fegefeuers für sich beanspruchen. Du musst sie aufhalten! Glauben würdet.